Kann ich das nochmal sehen? Alter Schwede. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin Mausakrobat und habe heute für euch eine neue Folge von Advanced Gameplay T110E5 dabei. Ich bin zusammen unterwegs mit meinem guten Buddy Obergefreiter, aka Max. Wir befinden uns auf der Map Steppen und haben eigentlich ein ganz nettes Matchup bekommen. Wir sind natürlich mit dem 110E5 Top-Tier. Eine kleine Herausforderung, wir haben eine statistische Siegchance von 43%. Das heißt, der Rest von unserem Team, da sind ein paar Unerfahrene dabei. Wir haben zum Beispiel eine IS-3 und einen Panther. Die sind jetzt ehrlich gesagt nicht so starke Mitspieler. Der Panther sogar nur eine 34er WN8. Im Gegnerteam sind eine ganze Menge kompetenter Spieler. Und von daher haben wir uns gedacht, dass wir hier auf jeden Fall einen entscheidenden Einfluss haben müssen. Das müsst ihr sowieso immer, wenn ihr als Top-Tier-Platoon unterwegs seid. Das ist hier so die klassische Medium-Route, wo die Mediums angreifen. Aber wenn ihr jetzt mal guckt, wir haben nur zwei Mediums. Das eine ist ein T-54 und das andere ist unser Panther. Die sollen hier das Ganze alleine halten. Und im Gegnerteam haben wir eine sehr, sehr gute Badget und einen sehr, sehr, sehr starken AMX-30. Zusätzlich haben wir auch noch zwei sehr gute Lights mit dem AMX-1390. Und dem Type 62, der 1390, sogar im Platoon mit dem AMX-30 und dem E100. Von daher ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir mit dem Platoon eine Menge Probleme haben werden. Und das ist hier so die klassische Heavy-Ecke. Das Problem hier dran ist, dass wir im Gegnerteam eine T92 haben, eine Badget 55 und eine M53, also drei High-Tier-Artis. Und ihr seid natürlich als Top-Tier-Heavy-Platoon ein gefundenes Fressen. Und wenn ihr hier das klassische Heavy-Spiel sucht, dann kann es sehr, sehr schnell sein, dass ihr hier von der Arty aufs Dach bekommt. Und genauso sieht das hier drüben leider aus. Wenn ihr hier versucht, Halldown zu gehen, um die Gegner zu beschießen, und hier in diesem Schusskanal eine Arty steht, dann kriegt ihr auch da sehr, sehr schnell von der Arty aufs Brett. Und gerade bei der M53 und der T92, die braucht euch noch nicht mal treffen und gibt euch dann einen 500er Hit. Wir haben uns deswegen dazu entschieden, die Medium-Linie zu pushen, weil man da relativ stark, ich zeige es euch mal ganz kurz nochmal eben, man kann da relativ viele Halldown-Positionen nutzen. Das ist halt gut für den E5, der ja seit dem neuesten sehr, sehr stark gebufft ist, auch oben am Cupola. Von daher haben wir uns vorgenommen, hier sehr, sehr viel Druck zu machen. Man kann auch hier unten, wenn es brenzlig wird, und ihr seht selber, es ist Begegnungsgefecht, das heißt, hier ist sowieso der Cap, also geht hier auch die Masse des Fights ab und auch vor allem die unerfahrenen Spieler aus dem Gegnerteam werden wahrscheinlich hier in diesem Bereich kommen. Ihr könnt hier sehr, sehr viele Positionen nutzen, wo die Arty es nicht unbedingt so einfach hat, euch zu treffen. Und gerade wenn ihr die ganze Zeit versucht, in Bewegung zu bleiben, und ihr werdet sehen, dass wir das getan haben, dann habt ihr auch die Chance, bei so einem Matchup mit so vielen Artis als Heavies auf so einer offenen Karte wie Steppen ein gutes Ergebnis einzufahren. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein und lassen das Spiel laufen. Viel Spaß dabei! Ja, wie eben angesprochen, werde ich mich auf jeden Fall mit Max erstmal auf die Medium-Linie begeben. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir werden uns nicht großartig auf Eckenwumsen einlassen. Wir werden hier nicht auch versuchen, auf Distanz zu snipern, sondern wir wollen maximalen Druck auf das Gegnerteam ausüben. Das machen wir eigentlich immer, wer regelmäßig bei mir im Stream zuschaut, Max ist ja auch häufig dabei. Wir versuchen eigentlich immer so aggressiv wie möglich, gerade wenn wir Top-Tier sind, zu spielen. Das kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr im Zug unterwegs seid. Fangt nicht an, irgendwo rumzukämpfen und die Base zu verteidigen, sondern versucht das Maximale an Spieleinfluss zu gewinnen, wenn ihr im Platoon unterwegs seid. Das kann man auch im Mid-Tier-Platoon. Im Low-Tier-Platoon bietet sich das häufig an, dass man vielleicht erstmal ein bisschen zurückhaltender agiert. Aber sobald ihr Mid-Tier oder High-Tier seid, macht einfach Druck, gebt dem Gegner keine Ruhe. Und auf so einer offenen Karte wie Steppen ist es sehr, sehr wichtig, wenn ihr mit dem Heavy unterwegs seid, weil ihr auch gerade als gute Spieler häufig dann auch von der Arty gefokust werdet. Und wenn dann auch noch alle drei Artys zusammen in einem Platoon sind, dann kann das sehr, sehr schnell sein, dass für euch das Spiel instant vorbei ist. Von daher tut euch selber den Gefallen, bleibt immer in Bewegung. Wenn ihr gespottet seid, greift an, bleibt nicht irgendwo stehen und versucht erstmal wieder zuzugehen, sondern marschiert einfach gnadenlos auf den Gegner zu. Wir schauen mal, wie wir das hier umsetzen konnten. Max ist direkt hinter mir. Bis jetzt haben wir nur einen T49 gespottet und einen T44. Der T44 hat jetzt auch uns gespottet. Und jetzt ist halt der Moment gekommen, wo wir Gas geben müssen. Wo wir jetzt hier nicht mehr anfangen brauchen,
ja, hier erstmal ein Cover zu gehen oder so. Der T44 hat sowieso Probleme, uns hier zu durchschlagen. Jetzt müssen wir eher die Front Richtung AMX-30 richten, damit der uns nicht durchschlägt. Und genau das, was wir jetzt hier machen, das will ich euch ans Herz legen, bleibt niemals stehen. Der E5 ist auch während der Fahrt so genau, dass ihr quasi schießen könnt. Jetzt ist natürlich so ein kurzer Punkt gekommen, wo wir kurz auf den zweiten Panzer warten müssen. Jetzt hätte ich gehofft, dass ich hier schon die Arti treffen kann. Max trifft sie, ich treffe sie leider nicht. Das wäre natürlich super, wenn die erste Arti hier schon raus ist. So, der T-44 ist ein One-Shot, Max nimmt ihn raus. Beziehungsweise der Ru nimmt ihn raus für uns. Das war schon mal die erste Arti, 162 von der M53. Aber das soll es für uns noch nicht gewesen sein mit Arti-Treffern. Ihr werdet es gleich sehen, wir kriegen gleich ein massives Brett. Und ihr könnt das gar nicht verhindern. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist so schnell wie möglich so viel Schaden austeilen wie möglich. Und wenn die Arti euch haben will, ihr werdet es gleich sehen. Ich versuche hier sogar aus der Fahrt alles Mögliche zu treffen. Auch die IS-3 haben wir aus der Fahrt beschossen. Auch auf den Tiger 2 schießen wir aus der Fahrt. Jetzt ist der einzige kurze Moment, wo ich mal kurz stehen geblieben bin, weil ich gegen Max gegengefahren bin. Und ihr werdet es jetzt gleich sehen. Da kommt das Tausender Brett rechts von der Seite, von der T-92. Ja, Gott sei Dank hier nur ein kritischer Treffer von der M53, sonst wäre das jetzt hier für uns das Spiel gewesen. Wir sind jetzt auf 870 HP runter, also wir haben vorher noch nicht einen einzigen Schuss von irgendeinem Gegner kassiert, haben alles gebounced vom T-44, haben dann von der M53 162er Brett bekommen. Das war jetzt noch nicht so schlimm, verschmerzbar, aber von der T-92 1168, das tut weh. Eine Arti ist schon zum Glück draußen. Die zweite Arti steht hier hinten in der Ecke. Da ist sie, gespottet, die M53. So, erstmal jetzt hier noch schön auf den Tiger geschossen. Der Tiger verabschiedet sich mit einem Blow-Up. Und jetzt versuchen wir hier die Arti so schnell es geht rauszunehmen. Da ist uns auch der Sideshot, den wir von der IS-7 kassieren, egal. 379 HP sind jetzt noch mehr als genug, um hier zu arbeiten. Wir müssen jetzt nur verhindern, dass die IS-7 nochmal auf uns feuern kann. Deswegen so schnell wie geht. So schnell es geht, Panzerung in die Richtung der IS-7, aber sie hat gar keine Ambitionen, auf uns zu schießen, sondern schießt hier, ich weiß gar nicht, auf wen sie geschossen hat, ich glaube auf den Ru. So, und jetzt sind wir eigentlich nur noch im Angriffsmodus. Ihr habt das gesehen, wir haben zu keiner Zeit irgendwo große Pausen gemacht. Wir sind hier einfach durchgerollt, haben aus der Bewegung die IS-3, die beiden Tiger 2 mitgenommen, den AMX-30, den T-44. Das ist genau das, was ihr machen müsst. Jetzt ist keine Arti mehr da. Jetzt können wir auch ein bisschen besser mit Fokusfeuer arbeiten. Wir sind beide One-Shots. Von daher müssen wir jetzt schauen. Aber die IS-7 interessiert sich gar nicht für uns. Und so können wir ihr beide immer noch einen mitgeben. Das ist jetzt ein Fail-Play von der IS-7. Sie hätte wahrscheinlich, wenn sie gezielt hätte, einen von uns beiden rausnehmen können. Ich entscheide mich jetzt hier für den EN-100 Heat zu laden. Ganz einfach, weil ich noch jetzt an den beiden Panzern das Maximum an Schaden rausholen will und ich will jetzt hier ehrlich gesagt auch nicht mehr drauf gehen. Max und ich sind beide für beide Panzer, für den Typ 4 schwer und für den E100 ein One-Shot. Aber wir haben jetzt im Prinzip das Spiel unter Kontrolle, das Spiel ist eigentlich gewonnen. Jetzt geht es nur noch darum, für euch so viel Schaden wie möglich rauszuholen. Jetzt müssen wir hier einigermaßen schlau an den E100 ranfahren. Vielleicht frisst sich der T-54 noch einen Schuss vom E100, das wäre natürlich faires Ding. Einer von den beiden Panzern hat geschossen. Ich glaube, es war der Typ 4 schwer. So, erster Schuss auf den E100. Treffer. Der E100 kümmert sich auch gar nicht um uns. Vielleicht auch ein Fehler von ihm. Er will lieber hier mit dem T-54 ein bisschen abshakern. Zweiter Treffer auf den E100. Jetzt habe ich schon kein Interesse mehr am E100, sondern versuche hier noch auf den Typ 4 schwer zu schießen. Und auch dem können wir nochmal ein schönes Ding in die Seite mitgeben, so dass wir hier auf 5000 Schaden kommen und einen Kill. Und alles, was ich euch mit dem Replay eigentlich zeigen wollte, ist, was könnt ihr machen, wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihr im statistisch unterlegenen Team seid. Da muss man jetzt mal ganz fairerweise sagen, mit den beiden E5 als Top-Tier mit zwei sehr, sehr guten Spielern ist man niemals Underdog.
Auf der anderen Seite, wenn uns jetzt die M53 eben noch getroffen hätte für Schaden, dann hätte es wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell für uns Feierabend bedeutet. Von daher, ihr könnt es gar nicht verhindern, im Heavy auf offenen Karten wie Steppen von der Arti getroffen zu werden. Ihr müsst halt so schnell es geht, so viel Schaden wie möglich machen und im Prinzip konsequent Druck auf das Gegnerteam aufbauen und so nah wie möglich an die Arti ranfahren. Wir haben für uns entschieden, dadurch, dass es sehr, sehr wahrscheinlich war, dass der E100 und die IS-7 und auch der Typ 4 schwer genau da kommen, wo sie jetzt tatsächlich auch gekommen sind, über die 1er-2er-Linie, haben wir gesagt, wir pushen bei den Mediums mit, wir nehmen erstmal die schnellen Fahrzeuge raus, haben dann in der Base noch die 8er-Heavys, die sich keinen Meter weit bewegt haben, ja, in der Vorbeifahrt mitgenommen, konnten die Arti so sehr, sehr stark unter Druck setzen, die Bedshed-Arti ist sehr, sehr schnell aus dem Gefecht gewesen, auch die M53 haben wir dann schnell rausnehmen können und die T-92 stand dann zum Glück nicht mehr so, dass sie anschließend noch auf uns wirken konnte. Und durch diese maximale Geschwindigkeit, die wir jetzt hier ja, an den Tag gelegt haben, haben wir beide ein sehr, sehr brauchbares Ergebnis eingefahren und sind Gott sei Dank beide nicht von der Arti gewonshottet worden, was uns in der Vergangenheit doch sehr, sehr häufig passiert ist. Ich würde sagen, wir schauen nochmal ganz kurz auf die Postgame-Stats. Ja, war zwar nur dritter Klasse-Abzeichen, aber immerhin 70.000 Credits plus gemacht, 2.600 Erfahrungen dafür, dass es der, ja, erster Tagessieg war, also das Doppelte. Wir haben hier sogar eine Unterstützermedaille bekommen und wir haben Großkaliber gemacht. Wie das in der Teamscore aussieht, lasst uns mal ganz kurz schauen. Ich habe 5.000 Schaden gemacht, ein Kill geholt. Max hat 4.300 Schaden gemacht, zwei Kills. Also man kann schon sagen, dass wir genau den Einfluss auf das Spiel hatten, den wir haben mussten, um hier auch so ein ja, 43%er nach Hause zu fahren. Es war dann am Ende einfacher als gedacht, auch wenn wir das Tausenderbrett von der Arti kassiert haben. Ja, Gott sei Dank war es das dann auch mit dem Schaden, den wir von der Arti kassiert haben. Und das ist halt dem geschuldet, ich kann mich da nur wiederholen, dass wir so schnell waren und dass wir im Prinzip uns nicht lange irgendwo in Gefechte verwickelt haben oder in so kleine Scharmützel, sondern wir haben einfach gnadenlos Druck gemacht. Und ich kann da nur an euch appellieren, wenn ihr in so einer Situation seid, macht das mit euren Heavys auch, gerade auf so offenen Karten wie Prokhorovka oder Steppen, wo ihr, wenn ihr zu lange irgendwo ja, euch aufhaltet, Malinowka ist auch so eine Karte, dann werdet ihr einfach früher oder später, gerade wenn so drei schwere Artis im Gefecht sind, weggeklickt. Von daher lasst euch da nicht bremsen, haut einfach drauf und drückt durch. Ja, im detaillierten Report sieht das wie folgt aus. Schaden haben wir schon angesprochen. Wir haben jetzt nur 890 Schaden geblockt. Das waren vor allem die T-44-Schüsse und die Arti. Ja, und ansonsten knapp 10.000 Credits plus gemacht. Ohne Premium wäre das jetzt hier ein Minus von 14.000 Credits gewesen. Von daher auch nochmal mein Appell. Spielt mit Premium, gerade wenn ihr im High-Tier-Bereich unterwegs seid. Und das Match hat nur 6 Minuten gedauert, gerade weil wir so viel Druck gemacht haben. Ich hoffe, ich konnte euch damit vielleicht mal zeigen, was ihr für Optionen habt, beziehungsweise was ihr machen solltet, wenn ihr im Gegnerteam so viele Artis habt und ihr seid als Heavy auf einer offenen Karte. Dann habt ihr eigentlich nur eine Chance und die lautet Angriff und das so schnell wie möglich. Gerade wenn ihr im Platoon seid, dann geht das. Wenn ihr als Einzelspieler unterwegs seid, ist das häufig sehr, sehr schwierig. Dafür habe ich natürlich größtes Verständnis und das kenne ich selber. Nichtsdestotrotz solltet ihr zusehen, dass ihr irgendwo einen Push initiiert und so schnell wie möglich auf die Arti zumarschiert. Das ist der Rat, den ich euch geben kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich nach wie vor auch über jeden neuen Abonnenten, den mein Channel dazu gewinnen kann. Vielen, vielen Dank für eure großartige Unterstützung und die mittlerweile über 300 Abonnenten. Herzlichen Dank und ich würde sagen, dann sehen wir uns spätestens zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Advanced Gameplay mit Mausakrobat. Haut rein!